Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vosburg. Wir befinden uns derzeit in der Burg Visoria und Ralf hat uns die Anweisung gegeben, weiter nach oben, nach vorn zu schreiten, nach oben, nach vorn. Das könnte richtig was wert sein. Ja, wenn wir jemanden in Sipol finden, der zufällig gerade eine Kunstsammlung zusammenstellt. Burg Prenos, bessere Zeiten. Das Gemälde zeigt das Alltagsleben in Prenos vor dem Bruch. Dahinter zeichnet sich die imposante Silhouette der Burg ab. Wachen beobachten die Bürger von oben, streng und würdevoll, wie es sich für Krieger ziemt. Im Vordergrund aber ist ein Soldat zu sehen, der ein Kind tröstet, was eine andere, gütigere Seite dieser hoch angesehenen Friedenswächtern illustriert. Okay, Prenos hat man jetzt Zipol. Junun. Okay. Ach, bist du resistent, hä? Ich geb dir gleich mal resistent. Bist du auch resistent? Auf den Büchern. Nicht schlecht. Gut gemacht. Jetzt zerstör die Lampe. Okay. Irgendwie passiert alles hinter so den Wänden. Gut, hier kommen wir wenigstens dahinter. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Hä, sind wir vielleicht unten auch irgendwie dahinter gekommen? Aber unten gab's doch gar keinen dahinter. So, was haben wir hier? Dort hätte es mir nicht gefallen. Eine abschreckende Wirkung auf Verbrecher war von den Erbauern wohl durchaus beabsichtigt. Ja, brav fehlt noch. Verbrechen und Strafen in Ethia. Ein Gemälde des Gerichtssaals in der Burg Avoilette. Der Künstler hat die Pracht und Strenge seiner Formgebung so grandios eingefangen, dass es dem Betrachter beinahe einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Wie zu erwarten ist, wurden im Gerichtssaal nur die allerbedeutendsten Prozesse durchgeführt, bei denen Tanta Brav den Vorsitz hatte. Nachdem eine Haftstrafe verhängt worden war, wurde der Verbrecher ins Verlies unter der Burg gebracht. Weniger gewichtige Fälle wurden normalerweise in den kleineren regionalen Gerichten verhandelt. Deren Richter die Hauptstadt lediglich von den Urteilen in Kenntnis setzten. Okay, wir wurden auch verurteilt. Warum gibt es hier so viele leere Bilder? Visoria war schon immer bloß ein Haufen Felder, was? Ja, die Auswirkungen des Bruchs sind hier wohl weniger offensichtlich als in anderen Reichen. Die Schulen Visorias. Ein Gemälde, das Stadtgebäude zeigt. Was? Ein Gemälde, das Stadtgebäude zeigt, die sich vom flachen Land Visorias ab. Ach so, okay, Visorias abheben. Die Burg mit ihrem charakteristischen Turm ist in der Ferne zu sehen. Die bekanntesten und beliebtesten Gebäude Visorias waren natürlich die Schulen, in denen der Wissensdrang der Menschen gestillt wurde. Angeblich wurde die erste dieser Schulen gegründet, als die damalige Tante einen Raum in ihrer Burg für die Bildung der Kinder der Nation reservierte. Das Beispiel machte buchstäblich Schule und daher rührt die Liebe der Visorianer zum Lernen. Zerstöre die Riesenlampe, Castalla-Lampe. Diese Lampen beschwört äußerst zähe Gegner in Phantomgestalt. Sie sind
außerdem sehr strapazierfähig und werden von einer undurchdringlichen Barriere geschützt. Vernichte sämtliche Feinde, um die Barriere zu entfernen und füge der Lampe anschließend mit deinen stärksten Angriffen möglichst viel Schaden zu, bevor die Barriere sich regeneriert. Noch eine Lampe. Und was okay. Für eine. Du musst eine Illusion erzeugen, die groß genug ist, um die ganze Bucht zu verschließen. Tja, das erklärt den Türsteher. Kriegen wir es hinter uns, ja? Was ist los? Warte mal, ich hab doch hier einen starken Angriff. Yep. Oh. Die Zerstörung der Illusionen hat mir was nicht gut getan. Finden wir sie, bevor sie wieder zu Kräften kommen kann. Mächtige Lampe hat sie hier. Wir sollen den Thronsaal betreten. Okay. Gegner. Das war die Lampe. Die Lampe ist nämlich auch ein Gegner von uns. Ist aber immer nur dasselbe. Eine wahrlich erforscht gebietende Verteidigungsmaßnahme. Okay. Gut, sollen wir vielleicht mal vorher speichern? Gut, und jetzt betreten wir den Thronsaal. Welche haben wir ausgewählt? Das da. Okay, warte mal. Na, Blut können wir eh nicht machen. Dann machen wir doch erstmal das da. Warte, betritt den Thronsaal. Ist doch gar kein Thronsaal. Oh. Oh oh. Hier beginnt die nächste Phase von Freys Abenteuer. Vergiss bessere dich, dass du alles erledigt hast, bevor du fortfährst. Wir können ja nicht nach Zipor, wir müssen das machen. Wir müssen jetzt Tanta gegenübertreten. Oh, was ist denn hier los? War schon jemand da? Hallo? Hier bin ich. Ich will keine Spielchen mehr. Mach schon! Komisch. Hallo? Das ist sie nicht, oder? Oh Gott. Sie ist tot? Oh. Dann bleibt uns ein Kampf erspart. Wir Glückspilze. Was ist das für ein kranker Scheiß? Vielleicht ist sie unter all der Last ihrer Illusionen zusammengebrochen. Hm. Hä? Glaub bitte den Schmarrn. Hä? Los geht's. Du weißt Bescheid. Oh oh. Was machst du denn? Cinta wartet. Könntest du dich mal beeilen und dein Ding machen, Ralf? Bedauere, Frey. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Hä? Was ist denn bitte jetzt los? Ich glaube, ich verstehe. Ach, tatsächlich. Das
haben die Tantas gemeint? Oh, ich will, dass du es sagst. Bitte sag es. Sie haben überhaupt nicht mich gemeint. Sag es. Sag es. Du. Du bist der Dämon. Heisa! Na endlich. Die Tantas fürchteten nicht dich, Frey, sondern das, was du in dir trugst. Und zwar mich. Und vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir zu alter Pracht verholfen. Jene besiegt, die mich unterjochten und mir so erlaubt, endlich meiner Bestimmung zu folgen. Bestimmung? Vergeltung. Rache für ein unverzeihliches Verbrechen. Glaubst du wirklich, die Reddick wären davon gekrochen und verreckt, nach dem, was die Tantas mit ihnen machten? Oh nein, nein, nein. Ich bin der, der hier zuletzt lacht. Das Endspiel, das Ende der Tantas, das Ende Ethias und auch das Deine. Und jetzt sei ein braves Mädchen und stirb, damit ich ungestört Chaos stiften kann und so weiter und so weiter. Mit 21 Jahren Verspätung. Shit! Nein! Meine Magie! Sie ist weg! Deine Magie? Das war sie nie. Ohne mich bist du ein Nichts. Was ist denn jetzt los? Lauf! Ralf hat sich von Freys Unterarm befreit und in den Dämon namens Susurrus verwandelt. Ohne ihre magischen Fähigkeiten kann sie nichts tun, außer weglaufen. Weiche den Angriffen des Dämons aus und suche nach einer Chance, so schnell wie möglich aus der Burg zu fliehen. Was ist denn jetzt? Shit! Shit! Weinerlich undankbar selbst. Eine eigennützige Gelehrte, die derart besessen ist, dass sie Menschen sogar ihrer Erinnerungen beraubt, wenn es ihr neue Erkenntnisse einbringt. Ihre überlebenden Opfer sind nicht in der Lage, von ihr zu sprechen, ohne dass ein verwirrter Nebel des Vergessens ihren Verstand trübt. Als sie vom Tod der anderen Tantas erfuhr, stufte sie Frey als hochgefährlich ein und versuchte, sie in eine Illusionswelt zu fangen. Doch mit Ralfs Hilfe konnte Frey die Täuschung durchschauen und indem sie Olas Schergen vernichtete, läutete die gleichermaßen das Ende von Olas selbst ein. Bitte was? Ich. Glaubst du, ein paar gute Taten machen dich zur Heldin? Nein, ich weiß doch gar nicht, wo lang. Du lässt mich ja die Tür raus. Hast du gedacht, wir würden wirklich beste Kumpel? Ich hoffe, ich habe deine Vertrauensprobleme nicht noch nervtötender gespaltet. Halt dein Maul! Oh, komm schon! Nun, das war nur Spaß. Aber ich will jetzt tun, wozu du nicht imstande warst und deinem Elend ein für alle Mal ein Ende bereiten. Ich muss von hier weg! Flee, Frey, vor dem Gesetz! Vor jeglicher Verantwortung. Die dritte Tante, abgeschlossen, bitte was? Kriege ich meine Kräfte nicht mehr zurück? Ey, das ist sowas wie eine Tommy Carl. Das ist ja der Wahnsinn. Scheiße!
jetzt um! Boah, ich hab grad voll die Gänsehaut gehabt. Ach du meine Güte. Ich bin die Tochter einer Tanda. Das heißt, ich habe die Kräfte in mir. Steh auf, Tochter Sinta. Was? Was? Freys Abenteuer, die Wahrheit. Das ist aber alles ungemütlich hier. Was? Zum Teufel! Wir lesen gleich mal, was wir hier alles gefunden haben. Ich kann nichts mehr tun. Nichts! Okay, jetzt gucken wir erstmal. Okay, also. Ich kann auch nicht ins Inventar gehen. Wo bin ich? Dies ist Svargana. Der Urquell. Die Ruhestatt für Ethias Wissen und Geschichte und die Seelen der verstorbenen Tantas. Es wird Zeit für die Wahrheit. So ist es. Deshalb hat Sinta dich gesandt. Wahrheit? Welche Wahrheit? Svargana. Ah, jetzt können wir gucken. Welt? Burg Visoria. Tanta Olas Zitadelle ragt aus der Tiefe eines gewaltigen Lochs im Boden hervor und überblickt das Flachland Visorias. Einst war sie als Heimat allen Wissens in Ethia bekannt und tatsächlich ist sie bis in die schwindelnden Höhen ihrer Türme hinauf mit Büchern gefüllt, die überwiegend von den Kognoszenten verfasst wurden. Olas treue Armee an Forschern und Schreibern. Ein gewaltiger Einschlag muss die obersten Etagen zerstört haben, wobei der Thronsaal irgendwie in die Burg darunter gestürzt ist. Segensborne. Seelenverbindung. Die Segensborne sind direkt mit Svargana, dem Urquell, verbunden, wo die Seelen der Tantas für alle Ewigkeit schlafen. Die Energie, die aus ihnen sprudelt, ist dieselbe, die alles Leben in Ethia hervorgebracht hat und die den Tantas ihre Kräfte gewährt, mit denen sie das Volk seit Menschengedenken führen und regieren. Es ist also kein Wunder, dass sie wie die Tantas selbst als heilig gelten. Monumente, begrabene Kräfte.
Die Monumente, die über das Land verstreut sind, waren früher Andachtsorte für die Anhänger der Tantas. Doch ihr Zweck änderte sich, als die Herrscherinnen spürten, wie die Verderbnis allmählich von ihnen Besitz ergriff. In der festen Absicht, ihre Untertanen vor Schaden zu bewahren, versiegelten jede Tanta einen Teil ihrer Kräfte in den heiligen Steinen. Sie taten dies nicht aus Verzweiflung, sondern in der Hoffnung, dass eines Tages ein würdiger Nachfolger käme, der die darin versiegelte Magie dazu benutzen würde, Ethia in Zeiten der Not zu retten. Das sind ja wohl wir. Vor langer Zeit führte Ethia Krieg gegen die Reddick, die Einwohner eines unweit gelegenen Reiches. Wir gewannen. Doch es war ein wertloser Sieg. Schätze, sie meint die Auslöschung der Reddick. Und Ralph hatte was damit zu tun. Syla, die Tanta der Stärke. Eine erfahrene Kriegerin und Champion zahlreicher Schlachten. Auch wenn es oft hieß, dass sie über unvergleichliches Geschick auf dem Schlachtfeld verfüge, lehrte sie ihr Volk, dass wahre Stärke nicht darin liege, andere einzuschüchtern, sondern darin, sich in Selbstbeherrschung zu üben und jenen zu helfen, die in Not sind. Der Krieg hinterließ viele hässliche Narben. Die Ressourcen wurden knapp. Ich erließ Gesetze, um den Schaden einzudämmen, aber es war zwecklos. Brav, Tanta des Rechts. Ethias tadellose Hüterin von Recht und Ordnung. Brav hatte sich ganz der Wahrheit verschrieben und strebte danach, das Leben der Menschen zu verbessern und ihnen Wohlstand zu bringen. Ihr Einsatz für ein perfektes Justizsystem in Ethia hat ihr den tiefen Respekt ihrer Untertanen eingebracht. Es heißt, ihre Urteile waren so gründlich durchdacht und offensichtlich gerecht, dass nicht ein einziger Verbrecher seiner Bestrafung je angefochten hat. Ethia gewann also den Krieg und war trotzdem am Ende. Jede von uns wollte dieses Problem anders angehen. Obwohl wir eng miteinander vertraut waren, wuchs die Kluft zwischen uns. Ich suchte verzweifelt einen Weg, diese Kluft zu überbrücken. Olas, Tante der Weisheit. Eine lebenslange Verfechterin des Lernens, die sich dafür einsetzte, dass die Bildung allen zugänglich war. Sie machte es sich zur Aufgabe, jeden Bewohner Ethias mit den Werkzeugen zu versehen, die er benötigte, um seine intellektuelle Neugierde zu entfachen. Sie glaubte fest daran, dass Menschen ihr wahres Potenzial nur erreichen, wenn sie aus der Vergangenheit lernen und dieses Wissen auf die Zukunft anwenden. Ihre Leidenschaft inspirierte ihre Untertanen, die begeistert voneinander lernten und ihr Wissen weitergaben. Nicht mal nach all dem Drama vertrugen sie sich. Echt traurig. Wir waren so mit uns selbst beschäftigt, dass wir den letzten Schlag der Reddick gegen uns nicht kommen sahen. Sie sandten ein böses Ungeheuer. Eine Kreatur, unsagbar mächtig und absolut gnadenlos. Sussos, mühevoll banden wir das Böse. Doch dieser Kampf war nur der Anfang. Der Dämon lebte weiter, und zwar in uns. Verhüllt uns, brachte den Wahn. Um seine Kräfte zu zerstreuen, gelobten wir Abstand voneinander zu halten. Unser Verfall hinderte uns, unser Volk weiter zu beschützen. Wir wurden zu einer Gefahr. Er ist frei wegen mir. Was habe ich getan? Alles wird gut. Erinnerst du dich an diese Worte, Tochter Sintas? Alles wird gut. Du hast uns aufgehalten, bevor Ethia komplett zerstört wurde. Du hast nichts zu bereuen. Wir sind dir so dankbar. Für all deine Hilfe. Der Dämon vergiftete unseren Geist und unser Geist an das Land. Sussurus wird nicht ruhen, bis ganz Ethia in Schutt und Asche liegt.
Nun ist er zurück mit einem neuen Ziel. Sipor, die letzte Bastion und Hoffnung in Ethia. Es liegt an dir, unser Volk zu beschützen. Niemand sonst kann sich der Aufgabe stellen. Das geht nicht. Tut mir leid, aber ich habe keine Kräfte. Es waren in Wahrheit seine. Ich habe wirklich kurz geglaubt, dass ich eine Heldin wäre. Und dass ich mich endlich wehren könnte. Aber nein. Jedes Mal, wenn ich versuche, das Richtige zu tun, wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, vielleicht läuft es hier anders. Aber schaut mich an. Ich bin ein Nichts. Ich bin nicht eure letzte Hoffnung. Ich bin ein Niemand. Du kannst die Kraft, die in dir steckt, nicht sehen. Hä? Was soll das bitte heißen? Komm, mein Kind. Es gibt noch vieles zu lernen. Danach, vielleicht. Vielleicht erkennst du dann deinen Wert. Bevor wir hier sehen, was hier eigentlich los ist, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Was soll das denn? Warum? Warum, Ralf? Warum? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.